Nein, und du bist ja nah zu glauben, dass ich so einen unerhörten Vorschlag akzeptieren würde, wenn man dir denkt, was er alles beinhaltet. Der pure Stolz meiner Position hängt daran, dass ich diese unmögliche Lösung ablehne. Er hebt seine Stimme, sodass jeder ihn hören kann. Als Regent des großen Reiches des unbeugsamen Landes entsage ich dir jegliches Entgegenkommen oder jegliche Einladung, die deine Anwesenheit innerhalb dieser Mauern gestattet, und verbeile dich aus meinen Landen. Möchte sonst noch jemand eine leere Geste machen? Schaut aus, es würde gerade eine Menge davon herumgehen. Typisch, dass Kyros Diener keine akzeptablen Bedingungen anbieten. Vielleicht verfälschst du die Geschichte und behauptest, ich hätte diese Konfrontation erzwungen. Aber hier werden sich alle daran erinnern, dass ich mich für das unbeugsame Land entschied, als sein Oberherr mich vor eine unmögliche Wahl stellte. Herr Rodin wendet sich ab und schreitet hinter das Fallgatter. Ja. Eine Verhandlung der Archonten? Während der Eroberung sah der Elf seine Soldaten, um gegen Wachplatz zu marschieren, obwohl das der Dick drohte. Kann ich noch mal kurz laden? Ich war zu sehr darauf fixiert, alle Sachen nacheinander durchzugehen, dass ich jetzt gar nicht realisiert habe, dass ich hier schon den Vorschlag unterbreite. War eigentlich, wollte ich ihm den Vorschlag machen, eine Lösung für uns beide. I'd say that's worth a second glance. Lyra ist schon wieder vorne. So. Weiter. Diplomat. Weiter, 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 weiter. Gespräch beenden. Ja, das kennen wir alles. Ja, das kennen wir auch schon alles. Ja. Ich bin sicher, dass wir zu einer Lösung kommen, die uns beiden dient. Soll ich das etwa glauben? Erspar dir deine leeren Versprechungen. Graven Ash interessiert sich mehr für die Erbung, denn für Familie. Er könnte nach jahrhundertelang leben und zweifellos noch 100 Töchter zeugen. Er will, dass das Edikt zusammen mit meinem Geschlecht endet und ich bin sicher, er würde dafür jedes Opfer bringen. Ihr habt jede Vernunft verloren. Es gibt keinen anderen Weg, als euer Leben zu beenden. Unsere Definition von Vernunft rührt aus völlig verschiedenen Orten, Schicksalsbinder. Als ein Vasall des Oberherrn bist du ein einseitiger Verhandlungen unter die Maten, die den Auftakt für jegliche offene Dialog darstellen, gewöhnt. Er nickt von deinem Standpunkt aus gesehen, muss ich tatsächlich unvernünftig erscheinen. Er hebt seine Stimme. Und dann geht's wieder los. Gut. Kriege ich noch die Zeit, mich zu buffen? Graven Ash protects. Oh, da kommt noch eine Himmelsklinge. Gut, Landry, hilf mir mal, den loszuwerden. Beric taunte mal was. So, Lyra. This weapon is entirely worthless. Gefehlt. Oh, der hat mich unterbrochen, diese. So. Ich find's lustig, wenn die Pfeile immer daneben gehen. Du heil mich mal.
Okay, jetzt wird es langsam etwas schlimm. Let's have it then. Gerade vor allem, wie Landry gerade übermannt wird. I'm on it. Okay, Landry, sprich mal einen Schutz aus. Landry, du heilst dich am besten wieder selber. Die Linie ist gut für einen Herzschuss. So, Lyra. Fackel den am besten nochmal ab. Are you afraid of death, Worm? Ich heile am besten Landry. Okay, jetzt ist es schon gelaufen. Mist. Count on it. Okay, Landry, du heilst dich am besten noch mal selber. As you come out. I can't take much more. Wird langsam Zeit, dass wir den da loswerden. Okay, Beric. Landry heilen. This weapon is entirely worthless. Beric taunten. Ich brülle mal mehr Schaden raus. So, jetzt muss der dran glauben und dann noch der letzte. Oh, Lyra ist verlangsamt. Consider it done. So. Wäre das mal erledigt. Zerbrochener Speer. Dieser Speer hat seine Nützlichkeit als Waffe längst verloren, aber ist ein gutes Provisorium als Werkzeug. Na ja. Speer verwenden, wieder mit Gewalt bewegen. Speer verwenden. Gut. Wer sagt mir, dass es im Wachplatz jetzt nicht vor Truppen wimmelt? Nein, warum? Nein, 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 nein. Wer hat die resoluten Klingen eingeladen? Wow, die nimmt aber gut Schaden, die resolute Klinge des Regenten gerade.
I'll take care of it. Wieder auf Lampe losgehen. Lyra heilen. Damn thing couldn't pierce cloth. Lyra ist schon geheilt worden. Nur nicht sonderlich gut. Au, das hat jetzt wehgetan. Das muss ein bisschen anders gehen. So. Buffen. Und dann noch den Buff. Gut. On the lookout. You got it. To battle. Right. Okay, Lyra muss schon mal wieder gut einstecken. Aber wenigstens ist dieses Mal eine Himmelsklinge für dieses Mal. So. I will aid you. Damn thing couldn't pierce cloth. Und die Gegner kommen nicht so gut an uns ran. Das ist auch gut. Lyra mal Heilung über Zeit. Halt. Du wirfst da durch. Das hat nämlich gerade gut gesessen. Und brüll mal einen Befehl. Landry, du heißt Lyra. Beric, du sprichst mal alle. Oh, you're not going anywhere. Not a problem, boss. Okay. Au. Lyra heilen. Am besten doppelte Heilung gleich. Der ist schwer verwundet, dann sollte Landry und ich ihm den Todesstoß versetzen. Lyra. Not a problem, boss. This weapon is entirely worthless. Gut. Wie heilen wir jetzt Beric am besten? On it. I've got you now. Gar nicht, weil er gerade...
It tries to balance. This weapon is entirely worthless.